Servus Felix, hier bin ich mal wieder. Ich habe zwei Fragen an dich. Die erste Frage ist: Mit welcher Athletin oder auch Athlet würdest du am liebsten das Zimmer teilen in Sotschi im Olympischen Dorf? Die zweite Frage ist: Glaubst du eigentlich, wenn ich weiter noch Ski gefahren wäre, dass du eigentlich noch eine Chance hättest, gegen mich zu gewinnen? Und dritte Frage ist: Wer hat das letzte Rennen von uns beiden gewonnen? Kannst du dich vielleicht noch erinnern, wo das war und wie die Platzierungen waren? Vielen Dank. Basti, Basti. Ich kann mich an alle drei Fragen leider nicht mehr erinnern. Nee, erste Frage: Mit welcher Athletin oder Athleten ich mit Sochi am liebsten Zimmer teile? Eigentlich mit ihm. Eigentlich mit dir, Basti. Weil es ziemlich cool gewesen wäre, wenn du vielleicht auch noch weiter Ski gefahren wärst. Und dass wir zusammen Sochi Unsicherheit machen können. Athletin, denke ich, kann man sich denken, was es ist. Dann war zweite Frage. Was war nochmal zweite Frage? Wenn er weiter Ski gefahren wäre, ob du noch eine Chance gegen ihn gehabt hättest. Wenn der Basti weiter Ski gefahren wäre, ob ich eine Chance gegen ihn gehabt hätte, ja, absolut. Also, er wär immer hinter mir gewesen, ist ja klar, bei jedem Rennen. Hätte absolut keine Chance mehr gehabt. Ja, aber er war gut. Er war wirklich gut. Und er war mein größter Konkurrent. Aber es wäre schwierig für ihn gewesen. Ich denke, Basti, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Du hast die richtige Entscheidung getroffen, Fußballer zu werden. Da kannst du bei den Gegenspielern einfädeln und nicht bei den Torstangen. Ist vielleicht weniger schmerzhaft. Von dem her, richtige Entscheidung, bleib beim Fußball, glaubst mir, das kannst du besser für Skifahren. Dritte Frage: Wer das letzte Rennen von uns beiden gewonnen hat? Du Pfeife, ich habe genau gewusst, dass diese blöde Frage kommt, weil das höre ich ungefähr, wenn wir uns sehen, jedes Mal. Man muss denken, dass ich beim letzten Rennen, ja, war in Brixen, Kinderrennen, größtes Kinderskirennen der Welt, Alberto Tomba Schirmherr und ich hatte, glaube ich, Startnummer 1579 und der Basti 1582 oder keine Ahnung. Es waren auf alle Fälle sehr, sehr viele Kinder am Start. Und der Basti hat dieses Rennen tatsächlich gewonnen, wie er das gemacht hat. Sein Papa, der Fred, wahrscheinlich Wunderwachs ausgepackt, wo ein kleines Döschen ungefähr 5000 Euro kostet. Mein Vater mir noch schön Honig vor dem Start auf dem Ski geschmiert, dass ich bloß nicht zu schnell bin, dass der Herr Schweinsteiger auch einmal ein Rennen gewinnen darf. Nee, aber das hat er tatsächlich gewonnen und verdient gewonnen vor mir. Sein Glück war, dass wir danach eigentlich nicht mehr gegeneinander gefahren sind. Von dem her, Basti, Respekt und Anerkennung. Du bist der beste Skifahrer in Deutschland. Good man. Thank you.